Oh, tut mir leid, nichts für ungut. Ich wollte wirklich früher hier sein, aber ich weiß, was du gemacht hast, okay? Ja, gut. Jesse, hast du etwas herausgefunden? Nanu, was war das denn? Das kam doch von weiter hinten in der Gasse. Moment. Das ist doch ein Pokémon! Diese Erkenntnis! Aber so wie es uns Menschen bedroht, scheint es nicht sehr freundlich zu sein. Bedroht? Hallo? Der steht da und miaut und sieht total friedlich aus! Sicher, Sheriff Jesse? Vielleicht ist das ja sein Territorium und er möchte uns und er hält uns für Angreifer und möchte uns von seinen Kindern fernhalten. Du hast es erfasst, Alter! Was? Moment, wer war das eben? Wer ich bin, fragst du? Viel wichtiger ist die Frage, wer dieser kleine Stuckiputzi hier ist. Sein Name ist Flauschi. Den Namen habe ich ihm gegeben, weil er flauschig ist. Ach, dann ist das also dein Pokémon? Wärst du so gut, es in seinen Pokéball zurückzurufen? Ich fühle mich ungewollt sehr bedroht von ihm. Hä? In seinen Pokéball? Moment. Ich bin Flauschis Freundin, nicht sein Trainer. Ich habe kein Geld für den scheiß Pokéball, also bin ich auch kein Trainer, klar? Aber Flauschi und ich sind auch so Freunde. Verstehe. So ist das also. Nichts für ungut. Ich fühle mich nur so unwohl, wenn dieses Pokémon mich so böse anschaut und bedroht. Er schaut dich nicht. Guck mal, er schaut ganz süß zu ihr hoch. Ich weiß nicht, ob ich das so sehen kann. Aber ich stelle mich erstmal vor. Ich bin Lebelle, meines Zeichens Detektiv. Und das hier ist mein Partner, Sheriff Jesse. Wenn die Frage gestattet ist, was genau macht ihr hier eigentlich? Wir spielen hier? Ist das nicht irgendwie offensichtlich? Das hier sind alles meine Freunde. Warum hier? Meinst du, wir haben Bock in dieser riesigen Stadt zu spielen, wo Tausende von Menschen sind, Abgase und Autos überall? Oder Moment, möchtest du mitspielen? Was? Nein. Möchte ich nicht. Was? Wie bitte, damit du mitspielen lassen? Das kannst du doch nicht machen, Boss. Das ist eine Geheimbasis, nur für Kinder. Mit dem Alten wollen wir nicht spielen. Wir müssen total langweilige Spiele spielen, wie... wie hieß das? Steuerausgleich oder sowas. Miau. Kommt schon, ihr beiden. Jetzt seid mal keine Spielverderber. Wir schließen niemanden aus. Na schön, aber wie gesagt, nein. Dass ich hier hingegen nur brav spiele, ist mir inzwischen klar geworden. Aber warum müsst ihr das ausgerechnet in so einer dunklen Gasse tun? Illuminiert ja jede Menge schöne Plätze, das seid ihr wenigstens in der Sonne. Ja, wie gesagt, da draußen ist es schmutzig. Aber von welchen schönen Plätzen genau redest du? Flauschi und ich haben schon immer hier gelebt. Da habe ich wohl nie darüber nachgedacht. Und ich habe auch nie einen schöneren Platz gefunden. Ah, du lebst auf der Straße. Was ist mit deinen Eltern? Naja, der Vater ging irgendwann Zigaretten holen und die Mama ist, glaube ich, irgendwo mal im Strich gelandet. Jedenfalls ist sie nicht mehr hier, ich bin allein. Ah, verstehe. Oh, aber Flauschi kann ja meine Familie sein. Immerhin leben wir schon eine Weile zusammen. Eine neue Sitcom. Mein Two and a Half Pokémon. Oder Two and a Half Trainers? Worüber denkst du wieder nach? Och, nichts. Ich hab's. Ich bin ja nicht umsonst genial. Und Detektiv auf Lebel kannst du dich verlassen. Junges Fräulein, warum ziehst du nicht in mein Lebel-Büro ein? Du könntest tagsüber als meine Assistentin arbeiten und nachts dort schlafen. Ich selbst übernachte im Hotel, von daher wärst du nach der Arbeit ungestört. Du willst Geld für ein Hotel ausgeben? Das wird mir alles gezahlt. Ich lasse es als Dienstwohnung abrechnen. Oh. Ich kann schon verstehen, dass du die Freiheit hier in der Gasse genießt. Man gewöhnt sich wohl dran. Aber sicher hättest du gerne ein Dach über dem Kopf, wenn es stürmt und regnet.
und schneit und kalt ist. Ich hab's kapiert! Täglich Arbeit zu verrichten, die dem Gemeinwohl dient, ist das ist auch nicht gerade das Schlechteste. Aber keine Sorge, alles wird gut, glaub mir. Überlass das einfach dem guten Lebel. Und auch du. Flauschi war dein Name. Du kommst natürlich auch mit. Klarer Fall. Die Wohnung darf zum Glück mit Haustieren gehalten werden. Und auch mit Haus-Pokémon. Miau. Miau. Was hat das zu bedeuten? Wieso läuft Flauschi davon? Naja, Flauschi ist relativ schüchtern. Es ist generell etwas menschenscheu, aber Erwachsene mag es so gar nicht. Hör mal her, Lebel. Lebel. Dein Angebot freut mich wirklich, ehrlich, aber ich kann es nicht annehmen. Flauschi gefällt es hier bestimmt besser und ich kann es unmöglich allein lassen. Moment, nicht so voreilig. Also muss ich nur dafür sorgen, dass Flauschi mich mag, oder? Das ist doch kein Problem. Dann ist es doch kein Problem, dass ich ein Erwachsener bin. Und ich habe meinen Partner hier, auf den es immer Verlass. Ach, okay. Partner? Du machst das schon, Sheriff Jesse. Freunde dich bitte mit Flauschi an. What? Nun, wie läuft's, Jesse? Freundest du dich mit Flauschi an? Nein, ich kann nur nicht glauben, dass du mir wirklich diesen Auftrag gegeben hast. Wenn es dich mag, dann wird es mich sicher auch mögen. Schließlich sind wir Partner, verstehst du? Das ergibt keinen Sinn! Doch, das gibt es. Ich verlasse mich auf dich, Jesse. What the fuck? Der Name war Jesse, oder? Also, wenn du dich mit Flauschi anfreunden willst, musst du es zuerst einmal finden. Du weißt natürlich, dass es hier in Illumina City diverse Seitenstraßen gibt, nicht wahr? Nun ja, Flauschi durchstreift sie gerne allein auf seinen Spaziergängen. Wenn du ihm über den Weg läufst, sprich es an oder unternimm irgendwas, damit es dich mag. Okay. Gut, dann werden wir jetzt Gassen ab. So, das wir kriegen noch einen Anruf. Wer ist da? Jesse, ein paar Kinder haben einige sehr nützliche Hinweise verraten, die dir weiterhelfen könnten. What the hell? Du bist doch in der Gasse! Ja, ich habe schnell einen im Gruppenchat auf Facebook geschrieben. Die Gruppe heißt Illumina City Go Forever, Go to Hell. Erstens, Flauschi lässt sich nicht gerne von Unbekannten anfassen. Zweitens, Flauschi geht häufig in Seitengassen spazieren. Die Gasse findest du auf dem Nordring auf der gegenüberliegenden Seite vom Gelatee-Strand. Gegenüber dem Bahnhof von Illumina City und neben dem Café Cocu. So, das wäre alles. Dann drücke ich dir mal die Daumen. Yo! Danke, dass ich wieder die ganze Drecksarbeit machen darf, aber ich bin ja Sheriff, also insofern beschweren wir uns mal nicht, würde ich sagen. Krummel, krummel, krummel. Gut. Auf der Suche nach der nächsten Gasse, die jetzt hier bald auftauchen müsste. Jedenfalls, okay, Südring scheint keine mehr zu sein. Also werden wir im Nordring auf welche treffen? Schauen wir einfach mal. Flauschi, bist du hier? Ah, cool. Hi. Miau. Flauschi, schaut her. Was willst du tun? Also anstupsen ist schlecht. Es mag ja nicht. Wenn ich es berühre, streichen daher auch lächeln, tanzen, wäre eher eine Möglichkeit. Singen. Probieren wir es mal. Miau, miau. Mit dem Nutzen Smiley. Miau, mit dem Nutzen Smiley. Hey, der Trainer spricht mal. Flauschi ist davongelaufen. Er schien recht zufrieden zu sein. Ist Flauschi vielleicht wieder da? Oder wie sieht es aus? Ich weiß nicht. Gehen wir aber mal in diese Gasse. Okay, da ist Flauschi schon wieder. Also singen hatten wir schon. Vielleicht tanzen wir jetzt mal. Miau, miau. Miau, miau. Ach so. Nee, sie hat gar nicht gesungen. Das war Flauschi. Na, wir tanzen zurück. Auf dem Fahrrad tanzen. Wir wissen Styler. Miau, miau, miau. Ich mag dich. Miau. Sieh mal einer an, Jesse. Du hast es also tatsächlich geschafft.
Flauschi klebt ja an dir wie eine Klette. Wahnsinn, du bist unglaublich, Jessie. Wie hast du das nur angestellt, dass dich Flauschi nach so kurzer Zeit schon mag? Echt toll. Sie hat voll die stylischen Moves drauf. Miau. Du enttäuscht mich als Partner eben nicht, was, Jessie? Besten Dank. Als junges Fräulein, damit ist der Fall klar, oder? Ist es jetzt nicht an der Zeit, den Gasten Lebewohl zu sagen und im feinen Lebel-Büro einzuziehen? Okay, gerne, solange nur Flauschi bei mir ist. Und mich interessiert jetzt auch, was ein Detektiv so macht. Detektive sind alle abgebrüht, klar. Also Jessie, auf zum Lebel-Büro zusammen mit unseren neuen Kameraden. Okay. Wow, das ist also das Lebel-Büro? Yep. Ist auf jeden Fall wärmer als in der Gasse. Bist du bestimmt super hier, Flauschi? What? Wow? Okay, er scheint nicht so zufrieden zu sein. What? Moment, da irrst du dich. Ey, junges Fräulein, du arbeitest ab heute hier und zwar als meine Assistentin. Außerdem wohnst du jetzt hier. Also fühl dich ganz wie zu Hause. Naja, es ist ja auch dein Zuhause. Oh, du meine Güte, mir fällt gerade auf, dass ich dich ja noch gar nicht nach deinem Namen gefragt habe. Sag mir, junges Fräulein, wie heißt du? Ich heiße Mathieu. Vielen Dank nochmal, random Noten-Smiley. Mathieu. Oder, ich weiß nicht, Mathieu, also... Ein wirklich hübscher, aber schwer auszusprechender Name. Also dann, Jessie. Sieht ganz danach aus, als hätten wir den Fall um die Kinder in der dunklen Gasse gelöst. Jetzt, wo Mathieu hier bei mir im Büro wohnt, können die Kinder auch nicht mehr in die Gasse. Ich schicke dir wieder eine Nachricht auf einen Holog, sobald wir einen neuen Auftrag haben. Bis dann. Mathieu und Flauschi. Es war schon die richtige Entscheidung, sie hierher einzuladen, gar keine Frage. Aber im Moment habe ich nicht genug Arbeit, um die beiden ebenfalls zu ernähren. Ich meine, man muss bedenken, gut, die Miete wird mir finanziert, aber... Naja, der Kaffee ist schon sehr teuer. Hier in Domina. Ich muss mich wohl anstrengen und mit meiner Mission vorankommen. Nur gut, dass ich so abgebrüht bin. Genauso wie der Kaffee hier schön abgebrüht ist. Yo. Schauen wir mal kurz rein, würde ich sagen. Da ist Mathieu. Hi. Du bist es, Jessie. Sag, bist du zur Schule gegangen? Nein, das hatten wir bei uns im Kaff nicht. Echt? In der Schule bekommt man doch alles Mögliche beigebracht, oder? Ich glaube schon. Als ich so Lebel gesagt habe, dass ich noch nie in der Schule war, da meinte er, er würde mich unterrichten. Und was war seine erste Unterrichtsstunde? Das war, glaub ich, zum tropischen Regenwald, um die Kaffeeboden hergestellt werden. Das überrascht mich wirklich wenig. Hi. Wow, bitte nimm mich mit, der Typ ist schrecklich. Ich weiß, ich komme wieder, um dich zu retten, Flauschi. Ich verspreche es dir, okay? Ich komme wieder. Genauso wie Arnold Schwarzenegger, aber der kommt immer wieder, insofern ist immer die Frage, wie oft er noch wiederkommen will. Egal, gehen wir mal raus und, oh, das ging ja mal wieder schnell, Hololog-Nachricht. Jessie, ich bin's, Lebel. Ich möchte gerne etwas mit dir bereden. Könntest du vielleicht bei mir im Lebel-Büro vorbeischauen? Natürlich kann ich das, ich habe es sonst nichts zu tun, weißt du, also, los geht's. Und diesmal nicht in Sushi Walk. Das wäre gut. Ja, okay. Ah, da bist du ja, Jessie. Hör mal, ich muss dich etwas fragen. Es geht um Mathieu. Seit sie hier im Büro wohnt, scheint sie ein bisschen gestresst zu sein. Ehrlich gesagt mache ich mir ein wenig Sorgen. Wie siehst du das Ganze denn, Jessie? Stimmt vielleicht etwas nicht? Hast du versucht, ihr Kaffee zu geben? Ja, und weißt du was? Sie hat gesagt, der schmeckt nicht. Kannst du dir vorstellen, dass es so Menschen gibt? Schon? Wow, man lernt immer was Neues. Aber ich denke, ansonsten ist alles in Ordnung. Ja, verstehe, alles klar. Wenn mein Partner sagt, alles ist in Ordnung, dann ist auch bestimmt alles in Ordnung. Und ich dachte schon, der plötzliche Ortswechsel und das viele Lernen hätte ihr vielleicht zugesetzt. Ich bin eben nur ein besorgter Erwachsener, der sich zu viele Gedanken macht.
Ach, glaubt mir, manchmal könnten mehr Gedanken nicht schaden.